Jerome Boateng. Auch für ihn heute ein ganz wichtiger Tag. Die Nummer 20 einst in diesem Trikot hatte er uns zum Fußball-Weltmeister gemacht. Tja, Deutschland war eben auch Boateng. So viele Fußballkids wollten damals sein Trikot. Ja, und jetzt? Tja, jetzt ist er im Gerichtssaal. Heute, das wird wohl sein wichtigstes Urteil. Frauenschläger, ja oder nein? Rufe immer beschädigt, ja oder nein? Weltmeister, Stilikone, Fußballidol. Ein Held für Kinder, FC Bayern-Legende, Ballkünstler bei Olympique Lyon. Jetzt spuckt er Blut ins Gesicht seiner Frau? Jerome Boateng Vorwurf, Körperverletzung. Am zweiten Tag im Berufungsprozess geht es um alles. Der Kicker und jetzt auch mutmaßliche Frauenschläger soll 2018 während eines Karibikurlaubs seine Frau und Mutter seiner Kinder ins Gesicht geschlagen haben. Im Zeugenstand seine Ex, die massive Vorwürfe gegen den WM-Helden erhebt. Boateng habe ihr mit Wucht den Daumen in ihr Auge gedrückt, sie zu Boden geschleudert und er habe sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er hat mir in die Niere geboxt. Boateng habe sich an ihrem Armband an seiner Lippe verletzt. Er spuckte mir auch sein Blut ins Gesicht. Maulschelle, Ohrfeige, Geldstrafe. 1,8 Millionen Euro soll der Champion zahlen. Doch für den Millionär und Fußballweltmeister ist das zu hoch. Der Richter wollte ein schnelles Verfahrensende, um allen Beteiligten ein ungutes Verfahren zu ersparen. Das Angebot des Richters, Boateng hätte die vorsätzliche Körperverletzung und Beleidigung zugeben müssen. Dann hätte das Gericht nur noch über die Höhe der Strafe verhandelt. Das Angebot des Richters lehnte der Fußballer ab. Für Deutschlands Fußballer des Jahres 2016 ist aber der Preis für Körpergewalt zu hoch. Er kann das Angebot nicht mit seinem Gewissen vereinbaren und vor seinen Kindern verantworten. Jetzt geht es für den Fußballstar um alles oder nichts. Vor Gericht erschien der Fußballer in einem grauen Anzug und mit weinroter Krawatte. Er wirkte sehr nervös, sehr in sich gekehrt. Jetzt soll es zum Urteil kommen. Und laut Gericht könnte das für Boateng durchaus härter ausfallen als in erster Instanz. Jerome Boateng, ehemaliger Fußballweltmeister, ehemalige Ikone, ehemaliges Idol. Jetzt Frauenschläger? Die Schlammschlacht vor Gericht. Ein Gesichtsverlust? Ja, heute also das Urteil. Da sind wir dann natürlich auch live mit dabei und werden das verkünden, was dabei rauskommt.